Herzlich willkommen, meine BMW-Verrückten. Farid hier. Heute mit einem kleinen Vlog. Wir haben ein, zwei interessante Sachen, die ich euch gerne mal zeigen möchte. Und im Allgemeinen, was wir so zu tun haben. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit einer interessanten Sache an, die ich auch so noch nicht gesehen habe. Und zwar ist es dieser Z4. Der steht hier. Ich muss mal kurz eine Lampe holen, damit wir das besser zeigen können. Lampe am Start. Ja, du kannst auf die andere Seite kommen. Ja, das ist ein hier ist der Wählhebel vom Automatikgetriebe. Nicht wundern, der ist jetzt schon lose. Und zwar haben wir hier Kabelbruch. Wenn ich zu nah dran bin, dann haben wir es auch Bescheid. Ne, guck mal hier. Kabel gebrochen, da sind. Und vor allem hier fangen die an zu brechen. Ne? Guck mal, da ist schon die Isolierung weg. Ich hoffe, ihr habt es erkennen können. Ja, das Ding ist noch gefahren, ganz normal, hat auch keinen Fehler geschmissen. Nur man konnte nicht mehr über die Schaltwippen hier schalten, beziehungsweise man konnte nicht mehr in die manuelle Gasse gehen und den Gang selber auswählen. Das ging nicht mehr. Ja, dann haben wir den Kabelbruch halt hier entdeckt. Ja, jetzt warten wir auf das neue Teil. Das Problem ist, klar, man könnte jetzt hier irgendwas mit einlöten, aber A, müssen wir Garantie geben und B, die anderen Kabel sind jetzt auch schon alle angefressen und wenn wir jetzt das eine Kabel da reparieren oder die zwei, dann wird demnächst das andere Kabel kaputt gehen und sind beide Seiten nicht happy, deswegen wird das Teil jetzt erneuert und dann hat er erstmal für die nächsten, keine Ahnung, 10 Jahre Ruhe, würde ich jetzt einfach mal frech behaupten. Ja, dann haben wir hier noch einen X1 aus Jena, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Das sind, glaube ich, auch ein paar Kilometer Anreise. Komischerweise haben wir aktuell wirklich sehr viele X1 hier mit dem N46 Motor, die Ölverbrauch haben. Ne? Und ich zeige euch ganz kurz die alten Teile. Die müssten hier irgendwo noch schlummern. Hier, guck mal. Ja, guck mal, das sind die Ventilschaftdichtungen hier. Nehmen wir mal die hier. Ja, die sind halt hart. Das ist so der Klassiker. Ich weiß, wir haben schon sehr, sehr viele Videos über den N46 Motor bzw. Ölverlust gemacht und wer mir auf Instagram folgt, hat auch schon die ein oder andere Story gesehen über Ventilschaftdichtungen. Genau, die tauschen wir aus gegen die von Elring. Dann hast du halt dauerhaft keine Probleme mehr. Ne? Früher habe ich immer die Originalen verbaut, aber ich glaube, die Originalen halten auch nur noch 10 Jahre. Und dann, also der erste Kunde, wo ich es damals mal gemacht habe, der hat sich, glaube ich, auch schon mal wieder gemeldet. Den ersten hatte ich ja 2014 gemacht, also ja, schon über 10 Jahre her, wo ich den ersten mit dem Ventilschaft schon mit Luftdruck gemacht habe, ne? Mit Luft rein in den Zylinder und Hebeln. Ja, dann will ich euch noch mal was Cooles zeigen. Ich zeige euch mal was richtig Cooles. Klar, so ein M4 kennt jeder. Fahrzeug, denke ich mal, was man noch öfters auf der Straße sieht oder gesehen hat. Und wir sind dabei, hier den Simmering vom Differential abzudichten. Der sitzt hier. Ne? Guck mal, hier ist alles voller Öl. Und das werden wir hier neu abdichten, den Simmering. Wir warten gerade noch auf Spezialwerkzeug. Weil unseres passt nicht, was wir haben. Ja. Übrigens hat er eine schöne Akrapovic-Anlage drunter. Ne? Sehr schönes Ding. Ja, der klingt doch dementsprechend. Denn ein kleiner Fun Fact, ne? Ich weiß nicht, ob die Leute es auf dem Schirm haben, ne? Aber so ein M4 hat eine Kardanwelle aus Carbon. Ja. Und ich finde es halt heftig, weil du hast kein Mittellager, ne? Hier geht es quasi aus dem Getriebe raus. Die Welle lang und hinten ins Differential rein. Ohne Mittellager und halt auch sehr leicht. Guck mal, ich kann die mit einer Hand easy anheben. Ganz easy. Sehr teures Teil. Ihr könnt ja mal schätzen, was diese, keine Ahnung, 1,50 Meter Kardanwelle kostet bei BMW. Ne?
Da bin ich gespannt, was sie schätzt. Am Ende werde ich es verraten natürlich, was so eine Karamelle halt neu kostet. Ne? Hier ist noch, hier sieht man den BMW-Sticker. Der ist hier so irgendwie drunter eingelassen, keine Ahnung. Hier sieht man so durchschimmern mit Teilnummer. Genau. Das war es, glaube ich, bei dem M4, weil, ja, wie gesagt, das war nur das hinten den Ölverlust, den wir halt beheben müssen. Und dafür muss halt alles raus hier, ne? Abgasanlage, Kardanwelle, Spezialwerkzeug. Weil so ein Differential kannst du schnell kaputt machen, wenn du die Schraube zu weit drehst, weil die wird über einen Reibwert eingestellt und ist ein bisschen tricky. Wenn man es das erste Mal macht, würde ich es nicht alleine machen. Ich würde es mit jemandem machen, der es schon ein paar Mal gemacht hat, weil ich habe schon so ein Differential kaputt gemacht, aber nicht beim M4, bei dem anderen Fahrzeug, aber lange ist her. Genau, dann haben wir hier noch einen F10. Ja, achso, das Kopf, ist der Kopf gestoßen gerade. Kameramann hat sich gerade den Kopf gestoßen am Reifen vom M4. Wir haben hier einen F10 535 Benziner, ne, mit dem N55 Motor. Und wie ihr vielleicht schon so leicht durchschimmern gesehen habt, der kriegt einen großen Service mit Bremse, ne, die war runter. Also, wir machen nicht nur Motoren und so halt so ein bisschen kompliziertere Sachen, sondern wir machen auch ganz normal Service und TÜV. Ja, das gehört so zum Alltagsgeschäft dazu. Und ja, hier liegen die alten Bremsen, der Kollege macht noch den Filter, da kriegt noch einen Ölwechsel. Also eigentlich relativ unspektakulär, ist halt nur ein Service. Ne? Genau. Dann haben wir noch einen X5 hier, der mir echt eigentlich sehr gefällt. Ne? Ich mag X5 F15. Ich finde, die sind sehr schöne Fahrzeuge. Gut, der hat jetzt Winterreifen drauf, deswegen sieht er nicht so cool aus. Aber ihr wisst, wenn ihr diese Farbe am Außenspiegel sieht, ne, dieses Grau, dann weißt du meistens schon, welcher Motor hier verbaut ist. Korrekt. N57 mit drei Ladern. Ne, der ist hier. Ein Motor, der mir nicht so gefällt. Ne? Guckt euch mal das hier an. Das sind die Unterdruckventile hier, ne? Für die ganze Registeraufladung, ne? Für die Steuerung von den Turboladern. Das Ding ist, ich hatte schon öfters gehabt, dass ein so ein Ding hier, ne, kaputt ist. Ein so ein Unterdruckventil. Und du musst halt erstmal rausfinden, welches kaputt ist. Weil wenn eins kaputt geht oder eins nicht mehr richtig arbeitet, dann arbeitet die ganze Turbogeometrie nicht mehr richtig. Und dann hast du halt den Salat, weil das Ding nimmt halt die Leistung weg und fährt dann halt wie ein 3-Liter Sauger. Ne? Aber gut, wir haben jetzt hier in dem Fall keine Probleme. Der möchte einfach nur seine Einlasskanäle gesteuert haben. Und das werden wir höchstwahrscheinlich morgen anfangen, weil wir haben jetzt schon fast 17 Uhr jetzt, wo wir gerade den Vlog aufnehmen. Das meiste ist heute schon getan. Und genau, der kam auch erst gerade, der ist noch ein bisschen warm. Den lassen wir hier über Nacht in der Halle und den werden wir morgen beginnen. Es kann sein, ja. Wir drehen das Video jetzt. Es kann sein, dass wir in einer kleinen Zeitblase sind und vielleicht dieses Video separat sehen, ja. Weil es kann sein, dass ich dazu separat ein Video mache, aber und das separate Video davor schon online ist, ne? Wie gesagt, also nicht wundern, wenn ihr da durcheinander kommt, ne? Also genau. Dann haben wir hier noch einen von einem Kollegen von mir, der hat sich das Fahrzeug neu gekauft. F31, dreimal dürft ihr raten, welcher Motor verbaut ist. Schwenkt mal hier rauf. Na? 1A. 1A. Wir haben zwei Sachen hier. Oder eine Sache haben wir schon fertig und die andere Sache sind wir gerade dabei zu beheben. Ne? Das Fahrzeug hatte H&R-Federn drin und der Kunde, also mein Kollege, hat Eibach-Feder mitgebracht, weil ihm. Sind das überhaupt H&R? Nee, ist nicht H&R. Ist H&R? Ich dachte, H&R ist immer blau. Mensch, ich lebe auch hinterm Mond, Alter. Wusste ich nicht, dass die auch rote Federn haben. Wahrscheinlich für verschiedene Tiefen oder so. Auf jeden Fall, das Ding war bullentief und seine Frau hatte sich beschwert, dass das Fahrzeug zu tief ist. Er fand es geil, aber sie fand es nicht so gut, weil der war wirklich sehr tief. Also jetzt nicht zu vergleichen mit dem Luftfahrwerk, aber der war schon sehr tief. Und das andere Problem ist, dass die Ansauglufttemperatur
zu hoch ist. Ne? Wir haben hier eine, an alle B58-Kenner, wir haben hier eine wassergekühlte Ansaugbrücke. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, es gab damals, es hat angefangen mit normalen Ladeluftkühlern, ne, die du halt so hier vorne dran hast, die du beim Diesel immer noch hast, ne, wo die Luft vom Turbo durch den Ladeluftkühler geht, dann in den Ansaugbereich und dann halt in den Motor. Dann gab es ja beim N63, ich glaube der N63 war der erste Motor, also der V8, war der erste Motor mit den wassergekühlten Ladeluftkühlern. Falls ich falsch liege, nimmt mich nicht gleich auseinander. Steinigt ihn. Schreibt es mir in die Kommentare, aber ich bin der Meinung, es war der N63 der erste mit dem, also N63 bzw. S63 mit den wassergekühlten Ladeluftkühlern, die hier vorne sitzen, die zwei. Wir können ja also vielleicht ein Bild einblenden vom N63 von dem wassergekühlten Ladeluftkühler. Voll der Zungenbrecher, ey. Ja, auf jeden Fall, das hat man halt gemacht, um die Wege zu verkürzen, ne? Weil ansonsten, du hast mal, also sag mal so, du hast einen Turbolader hier und dann geht von hier halt der Schlauch nach da, also nach unten. Und von da unten darüber, von da wieder hoch, hier hin. Also ist schon an sich so bestimmt, keine Ahnung, so ein 1,50 Meter Weg, würde ich jetzt sagen. Oder Robert, was sagst du? Stimmt, ja. So beim Diesel? Aber beim Benzin hast du es ja nicht so gehabt. Ja, auf jeden Fall, obwohl doch, N55 hat doch auch noch klassisch. Ja, aber ist halt ein sehr langer Weg. Dann hat man es schon abgekürzt beim N63. Gut, die haben die Lader hier oben und dann geht halt die Luft von den Ladern hier oben durch die, also wir blenden das Bild ein, durch die Ladeluftkühler runter in die Ansaugbrücke. Und hier hat man es halt nochmal anders gelöst. Ne? Lader sitzt hier unten quasi. Man kann den jetzt, glaube ich, nicht so erkennen, da unten irgendwo. Oder ihr müsst von hier filmen. Da, da irgendwo. Ja, man kann es jetzt nicht so gut erkennen. Also auf jeden Fall sitzt da unten der Lader. Und der hat halt einen kurzen Weg, ne? Wenn wir jetzt überlegen, guck mal, der Schlauch hier, der geht ja runter zum Turbolader. Ne? Der sitzt halt da unten irgendwo. Dann geht halt die Ladeluft, die übrigens heiß ist, wenn die aus dem Turbolader kommt, hier durch, hier rein. Dann hast du hier drinnen so Lamellen und die werden wassergekühlt. Da arbeitet sich die Luft durch und geht halt in den Motor. Ne? Und damit hast du halt einen direkten Weg, sag ich mal. Ne? Und nicht so viele Kurven, wie als wenn du, Kurven hat ja der normale, ja ich würde einfach sagen, ey, so hast du halt einen viel kürzeren Weg in den Brennraum, in den Motor rein. Und ich glaube, so ein wassergekühlter Ladeluftkühler ist, glaube ich, effektiver als ein Ladeluftkühler, der so klassisch mit Fahrtwind kühlt. Ne? Und für diesen wassergekühlten Ladeluftkühler hast du halt separaten Kühlwasserbehälter, den hat er schon ausgebaut, das ist der hier. Du hast jetzt zwei Kühlkreisläufe, einmal den ganz normalen für den Motor und dann hast du halt hier den für die Ladeluft. Und der hat den Fehler, dass die Kühlwasserpumpe, ist eine elektrische für die Ladeluftkühlung, dass die defekt ist. Ja, der Robert ist gerade dabei, die auszubauen und ich denke mal, morgen wird die kommen und dann können wir die morgen halt einsetzen, die schöne Pumpe. Weil er hat das Problem, er hat einen Fehlerspeicher halt, dass die Ladelufttemperatur einfach zu hoch ist. Ja. Genau, dann haben wir hier gerade ein Fahrzeug, wo ich gerade dran bin. Ja, den muss ich allgemein checken. Der springt schwierig an. Es ist ein E39 520i. Ne? Ich feiere E39, aber das Ding ist halt so ein E39. Und so ein 520 ist halt der kleinste Sechszylinder Benziner. Und die Dinger kommen halt jetzt in die Jahre und wenn man da jetzt nicht vorsorglich oder nicht am Ball ist und immer schaut, was an dem Wagen ist, weil die Dinger rosten halt heutzutage. Ne? Und wenn du jetzt, sage ich mal, wenig Rost gerade aktuell an deinem E39 siehst, würde ich das halt beheben lassen, bevor es immer größer und größer und größer wird. Ne? Und ja, ich habe hier ein, zwei Mängel gefunden, aber der Kunde kam her wegen Ölverlust und Ölverlust am Motor, am M54, ja. Als kleinen Tipp, die Ölfiltergehäuse werden gerne undicht. Ne? Hier sitzt das der Ölfilter oben drin und das ganze Gehäuse, der ganze Flansch, der an den Motorblock angeschraubt ist. Da gibt es eine Dichtung dazwischen und die ist gerne undicht. Ja, die ist auf jeden Fall,
halt undicht und die Ölwanddichtung auch. Ich zeige euch das mal. Ja, hier kann man es erkennen, guck mal. Ja, du hast hier halt überall Öl, hier oben auch. Ja. Und das Ding ist, wenn du in Fahrtrichtung auf dieser Seite, also auf der linken Seite in Fahrtrichtung, Öl hast, Motoröl, so wie hier, beziehungsweise wenn man hier so drüber guckt und am Motortragarm schon Öl sieht, dann ist das das Ölfiltergehäuse, ja? Und nicht die Ölwanddichtung. Weil meistens läuft halt das Öl von oben nach unten. Ich kenne es nicht, dass es von unten nach oben läuft, es läuft von oben nach unten. Und es läuft dann runter und dann sieht es halt so aus, Alter, dann sieht es halt so aus, als wenn es von der Ölwanne kommt. Ne? Aber in dem Fall kommt es auch von der Ölwanne, weil es auf der Seite auch ölig ist. Also so komplett um die Ecke gehen kann das Öl nicht, wenn es nur vom Ölfiltergehäuse kommt und hier hochkrabbeln. Jo, der Kunde aus Jena hat gerade abgeholt, der fährt wieder zurück. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer ist denn Jena entfernt von Berlin? Jena? Ja, die kommen doch aus Jena, oder? Ist das Thüringen oder so? Komm mal nochmal her und zitiere nochmal den Kunden bitte einmal, was er gesagt hat. Komm, aber warte mal, das muss Robert machen. Ich habe hier mein Ansteckmikro. Ich glaube, man hört ihn nicht so gut, aber er muss hierher kommen. Und die Thüringer haben ja so ein, was heißt die Thüringer? Ja einen lustigen so Dialekt. So nah an Sachsen dran, glaube ich. So ein lustigen Dialekt. Komm mal her. 212 Kilometer Thüringen. 212? 212 Kilometer. Okay, aber sag mal jetzt nochmal, was er gesagt hat. Zieschler. Nee, mit dem früher fertig werden. Warte mal, muss ich mal kurz überlegen, wie er es gesagt hat. Also, ich bin über jede Stunde dankbar, die er früher fertig wird. Der kann das so gut. Aber ein total lieber Kunde. Ja, ja, alles gut. Total netter, nur der, lustiger Zeitgenosse. Dieser Dialekt ist halt. Der Dialekt. Klar, ey, manche lachen über unseren Berliner Dialekt, ne? Weil manche sagen immer Icke oder die aus dem Ostberlin kommen, die noch sehr. Berlinern, also ich hoffe, ich Berliner nicht zu sehr. So sieht übrigens die Zusatzwasserpumpe aus. Ne? Ja, die kommt morgen neu. Und dann sollte hier die Ansaugtemperatur auf jeden Fall im grünen Bereich sein. Ja, wir waren bei dem inneren Rest stehen geblieben. Ja, wie gesagt, die Dinger kommen halt in die Jahre und wir haben manche hier, die haben wirklich einen heftigen Reparaturstau, weil du kannst ja gefühlt so Bremsschläuche, dann fangen die an, die Bremsleitungen und Rost und ja, gerade die Kombis mit der Heckscheibe. Also ich denke mal, wir haben auch ein paar bei, die so einen E39 Touring fahren, die kennen den Rost mit der Heckscheibe. Das ist immer, also mit der Heckklappe allgemein, das ist immer ein Film. Ich finde die Autos an sich cool, aber ich würde mir keinen Touring holen. Ich würde mir, wenn ich mir einen E39 kaufen würde, entweder einen 530i oder einen 540i. Schalter, beides. Ne, finde ich halt mega hammergeil. Ja, genau. Komm, wir gehen mal wieder zurück zu dem Teil, wo ihr hoffentlich alle richtig geraten habt, was es kostet. Also wir haben gerade bei parallel bei Lebmann, hat der Kollege nachgeschaut. Die Kardanwelle kostet einfach mal 4.088 Euro aktuell, Stand heute. Ne? Wenn ihr das Video in 3 Monaten seht, dann ist die Fläche schon mal wieder, ist die Fläche schon wieder teurer geworden. Ne? Ja, deswegen behandeln wie ein rohes Ei. Ne? Und ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn es dir gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Peace, meine Freunde.